Keine Sorge, Döner kauft ihr euch bei eurem Dealer des Vertrauens. Heute im Homeoffice Lunch Hähnchenkeule mit Honig, Senf, Currymarinade, Karotten und Liebstöckelpesto. Bon Appetit! Damit ihr in eurer Mittagspause nicht immer zum Döner rennen müsst, habe ich mir überlegt, ey, Hähnchenkeulen und Karotten ist ja wohl der best shit ever. Alles, was ihr machen müsst, ist mal euren Ofen auf sage und schreibe 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen oder 180 Umluft. Dann Hähnchenkeulen kriegt ihr in jedem Supermarkt mittlerweile in guter Qualität zu kaufen. Das sind Biomöhren. Und jetzt bin ich ganz verrückt. Die schäle ich auch nicht, sondern die wasche ich einfach nur ganz wild. Ich bin nämlich extrem faul. Lisa hat immer gedacht, dass ich so faul sein kann beim Kochen. Das ist faul oder ist es effizient? Dann braucht ihr eine Schüssel. Dann braucht ihr Honigsenf oder Senf und Honig. So, davon gibt es jetzt 2 Esslöffel. Da kommt ran Currypulver, Salz, gut 2 Esslöffel Rapsöl oder ein anderes gutes Öl. Dann vermengt ihr das einfach. Und dann wird es hier einfach wild über Hähnchen und Karotte gegeben. Hände waschen. Und dann könnt ihr das einfach ganz easy in den Händen wild verreiben. Auch die Karotten schön. Ja. Und jetzt schiebt ihr das Ganze für 35 bis 40 Minuten in den Ofen. Hey Siri, Timer auf 35 Minuten. Dein Timer ist auf 35 Minuten gestellt. Ich habe schon gedacht, ich müsste Klaus Kinski machen. Hier könnten wir jetzt eigentlich chillen, uns in die Sonne legen, eventuell ein paar E-Mails beantworten. Aber wer sind wir denn, wenn wir nicht Fupo wären? Und jetzt kommt mal mit, wir machen nämlich noch einen Liebstöckelpesto und dazu muss ich aber in den Garten bei uns. Der Einblick hinter die Kulisse. Experimentieren nämlich auch hier hinten. Das ist übrigens Kohlrabi. Kannst du hier mal herkommen? Hier? Kohlrabi? Nicht, dass du noch einen Sonnenbrand kriegst. Okay. Keine Sorge. Das hier ist kein Marihuana. Kein Homegrown, sondern das hier ist Liebstöckel. Viele von euch kennen diesen Maggi-Geschmack aus dieser Flasche, diese braune Würzsoße. Das ist nichts anderes. Ich nehme noch ein bisschen mehr mit. So. Und dann geht's wieder hoch in die Küche. Beim Liebstöckel ist ja so immer der Nase nach. Liebstöckel waschen. So, wir heben mal so ein paar Blätter für die Deko auf. So, was brauchen wir alles für Pesto? Öl. So, dann machen wir einen guten Schuss Olivenöl drauf. Lisa, das ist wohl einzige Gewächs, deren Bestand wir wohl mal eine eigene Show
drehen sollten, ist natürlich Knoblauch. Natürlich darf in einem guten Pesto auch kein Knoblauch fehlen. Da kommt eine Zehe mit dazu. Ich mache jetzt hier übrigens Pistazienkerne dran, keine Pinienkerne, Pistazien, damit es richtig schön giftgrün ist. Also stellt euch ungefähr vor, ihr seid in eurer Küche. Und in eure Küche gehen aber permanent noch viele, viele andere Köche und Köchinnen und nehmen sich einfach immer die Dinge raus, machen die Dinge nicht sauber. Willkommen in meiner Welt. Ihr könnt mir mal schön in die Kommentarfunktion schreiben, wem das zu Hause auch so geht. Schön zu Hause, ne? Oh, habe ich jetzt das Licht ausgeschaltet? Huch. Hat man einmal keinen richtigen Drehplan. So. Also, die Basis haben wir. Gewaschene Liebstöckel. Pistazien. Ihr könnt natürlich auch... das wird gut werden. Ihr könnt natürlich aber auch einfach Pinienkerne nehmen oder Sonnenblumenkerne oder auch Walnüsse, wonach euch ist. So, jetzt kommt hier mal eine ordentliche Prise Salz rein. Und dann darf natürlich eines nicht fehlen und das ist... Lisa? Käse. Käse, richtig. Käse wird zum Schluss untergehoben. Wer das noch nicht wusste, der weiß es jetzt, weil ansonsten reibt sich der Käse an den Scheren und es wird einfach nur fettig und ekelhaft. Und der geriebene Käse gibt dem Ganzen einfach die gewisse Bindung. Habe ich das schön gesagt? Okay, so. Du bist ja auch ein großer italienischer Hartkäse-Fan, Lisa, oder? Und wenn ihr da draußen auch große italienische Hartkäse-Freunde seid, dann schreibt das unbedingt in die Kommentarfunktion. Und natürlich, ob ihr Bock habt, lieber zum Döner zu gehen oder das Gericht auch mal nachzukochen. Und ihr könnt das noch verfeinern mit Chili, mit Pfeffer, was euch auch einfällt. Aber Lisa, auf deinen Gesichtsausdruck bin ich jetzt natürlich gespannt. Und dieser ist nur mir gegönnt. Was du zu diesem Pesto sagst. Lecker. Easy. Und es ist mal ein anderer Geschmack. Und es wird perfekt zu diesem Hühnchen und den Karotten passen. Da stimmt wohl irgendwas nicht, hm? Mit dem Ofen. Aber ist nicht tragisch. Bei der Waffel ist es der Puderzucker. Und hier bei unseren Hähnchen. Na, da ist es wohl. Das Pesto. Das Pesto. So, und jetzt macht ihr von diesem wunderbaren Liebstöckel-Pesto einfach so ein bisschen noch wild auf das Blech. Und dann solltet ihr hier so ein bisschen noch von dem Liebstöckel aufheben. So, und jetzt machen wir noch mal ein bisschen Parmesan drüber. Italienischen Hackkäse. So wünsche ich euch da draußen viel, viel Spaß beim, ist ja nachbacken. Guten Appetit und alle Rezepte auf fugmo.de. Und wenn ihr meint, ihr müsstet mir irgendwas in die Kommentare schreiben, immer rein damit. Tschüss!